kennst du schon meinen besten Freund Karl. Yo, Karl, was geht? Ich verstehe dich nicht. Warte mal, was? Ich bin es, Centex. Karl, der NPC, kennt keinen Centex. Warte mal, was, Karl? Ich dachte, wir wären beste Freunde. Okay, du willst es also so, Karl. Ha, da habe ich deine Waffe geklaut. Und jetzt wirst du dafür büßen. Und, oh, fliehe vor Karl. Komm her. Ah, denn heute sprechen wir mit dem schlauesten Roblox-NPC, den es gibt. Und zwar Karl. In diesem Spiel passieren die lustigsten und verrücktesten Momente und dabei schalten wir uns jedes einzelne Ende frei. Und dann würde ich sagen, Karl, bist du ready? Wir chatten mal mit ihm. Are you ready? Nein. Alter, dein Ernst, Mann? Naja, egal. Wir fangen trotzdem an und damit, hey Freunde, schön, dass du eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir für uns heute mal in Roblox NPCs are becoming smart. Freunde, das hier ist der zweite Teil. Wir haben das Ganze schon mal gespielt und in diesem Spiel haben wir hier Karl. Moin, stell dich mal kurz vor. Und das ist hier anscheinend der schlauste Roblox NPC in ganz Roblox. Oh yeah. Und wir können jetzt hier mit ihm chatten. Zum Beispiel, Freunde, wir fragen mal, Karl, wie geht's dir? How are you doing? Mal schauen, was er antwortet. Und? Frag mich nicht, ey. Ja, stressiges Leben. Auch NPCs haben ja ein stressiges Leben. Sind wir Freunde? Ich verstehe dich nicht. Und? Oh, da haben wir das nächste Ende freigeschaltet. Und solche noch viele weitere offene, geheime Enden müssen wir uns auf jeden Fall auch heute freischalten, indem wir ein bisschen mit Karl zusammen chatten. Yo, Karl, und warte mal, ich dachte, wir wären Freunde. Sicher, dass du mich nicht mehr kennst? Ach so, warte mal, du bist doch... Jojo, Karl, chill! Du kannst euch einfach so meinen echten Namen sagen! Ach so, tut mir leid! Karl, das muss ich alles rausschneiden, ey! Du hast es schon wieder gesagt! Aber ich würde sagen, Freunde, was passiert, wenn wir jetzt hier... Oh, die Waffe klauen von Karl! Hey, meine Waffe! Was passiert wohl, wenn wir seine Waffe klauen und... Okay, das war's! Du wirst gehackt und... Was? Ich wurde von Karl gehackt? Nein! Da haben wir das Hackerende freigeschaltet. Na, na, toll. Ich will die Waffe. Komm schon, gib mir die verdammte Waffe. Tja, mein kleiner NPC-Freund. Du magst zwar der Schlauste sein, aber wenn du mich einfach zerhackst, Junge... Ja, da bekommen wir beide ein Problem. Deswegen würde ich sagen, es war eine schöne Zeit mit dir, aber ich werde jetzt gehen. Freunde, wir gehen mal hier in dieses Haus rein. Das hatten wir schon beim letzten Mal gesehen und das bringt uns, oh, in eine negative Welt hier, wo alle Farben umgekehrt sind. Oh ja, und ich glaube, wir sind sogar in dieses Haus hier gegangen. Wir haben hier eine leckere Ananas. Haben wir auch hier am Start, aber wir gehen erstmal in das Haus von Fortnite Funny rein. Moin, was geht ab, Fortnite Funny? Und Fortnite Funny zockt kein Fortnite? Roblox, was ist das denn hier? Okay, aber ich würde sagen, interessiert es doch gar nicht, dass einfach ein Fremder in seine Wohnung kommt. Das ist schon so ganz normal. Er will einfach nur die Runde gewinnen. Und hier können wir das Badezimmer einschalten, beziehungsweise die Badewanne einmal aktivieren und... Oh, ach, ich nehme mal ein wunderschönes Bad mit Klamotten hier drin. Ach, es gibt nichts Schöneres. Und okay, wie geht's wieder aus? Glaub doch mal. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir sollten am besten rausgehen. Oh mein Gott, es läuft über, So, da würde ich sagen, tschüss, Fortnite Funny. Warte, wo ist Fortnite Funny hin? Junge, er ist verschwunden. Und, oh, moin Karl, was geht ab? Okay, wir gehen weg, Wir gehen weg hier von dieser verrückten negativen Welt, bevor hier... Oh nein, alles wird überflutet. Karl, mein Freund, oh nein, er ist nur ein NPC. Er bleibt einfach stehen, er kann sich nicht bewegen. Lass uns einfach mal, oh mein Gott, in das Haus hier reingehen. Vielleicht sind wir ja hier vor der Flut sicher oder irgendwie sowas. Und, oh, warte mal, wir können hier irgendwas an... Oh, irgendwas anklicken oder irgendwie sowas, okay. Wir haben hier so einen Spiegel, aber ansonsten gibt es hier nichts. Hier haben wir... Ah, wir sind ja in der negativen Welt. Das bedeutet, hier ist alles so rum, okay. Wir haben hier ein Badezimmer, Freunde. Aber ansonsten... hallo? Oh mein Gott, wir konnten in den Spiegel reinspringen und... Karl? Ah, oh mein Gott. Wer ist der? Und, was ist passiert? Wo sind wir? Flucht aus Aoino? Okay, wir rennen. Oh mein Gott, wo sind wir? Wo sind wir auf einmal gelandet? Verdammt nochmal. Wir sind einfach durch den Spiegel gesprungen. Habt ihr das gesehen? Und auf einmal sind wir in irgendeinem Secret oder irgendwie sowas angekommen. Oh mein Gott, ist das gruselig. Da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Boah, jetzt nichts wie raus hier. Ich will wieder zu Karl kommen. Und schau hinter dich und... Oh, Karl? Ah, nein. Und... Was? Wir wurden gekickt?
Immerhin haben wir ein Ende freigeschaltet. Aber ich will doch mal die negative Welt betreten. Lass uns mal ein bisschen umschauen hier. Was hier noch? Irgendwas muss doch hier anders sein. Also alle Farben sind umgekehrt. Aber was sag ich mit Karl? Wird dir vielleicht andere Antworten geben? Jo, moin, mein alter Homie, was geht ab? Wir fragen ihn mal, wo sind wir? Vielleicht hat er eine Antwort. Und, ich weiß auch nicht. Die Frage ist, können wir auch in dieser geheimen Welt Karls Waffe klauen? Und, oh mein Gott. Wo sind wir? Wir sind... Hallo, Karl? Wir sind in den Backrooms. Wir sind in den Backrooms in dieser geheimen Welt oder irgendwie sowas angekommen. Okay, was ist hier anders? Was ist hier anders? Hallöchen. Na, ist hier irgendwer? Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal... Oh mein Gott. Hallo? Was ist das denn? Okay, ich fühle mich ein bisschen beobachtet von euch. Gnende Schlafkorbende. Aber ich würde sagen, Freunde, es ist Zeit. Wisst ihr noch, was dieser rote Knopf macht? Wir klicken und boom. Oh mein Gott, die Monster kommen. Die Tangolinas. Möchtest du Chicken Nuggets? Möchtest du Chicken Nuggets kommen? Schnell, wir müssen uns hier verstecken. Karl, wir müssen uns jetzt hier schnell verstecken. Wir verschließen die Tür. Boah, das war knapp. Da haben wir die Tür gerade so verschlossen und... Los, komm rein und verschließ die Tür. Okay, alles gut. Sie sind irgendwo... Oh mein Gott, das sind... Nee. Raus mit dir. Schnell. Und jetzt verschließen wir... Oh, die Tür. Das war knapp, ey. Phew. Oh ja, das kannst du laut sagen. Bro, warum hast du nicht die Tür verschlossen? Ich hab sie doch verschlossen. Hier, die Tür ist verschlossen. Wir schreiben ihn mal. Ich habe die Tür verschlossen. Schau, was er darauf antwortet. Wird. Ich habe gesagt, du sollst die Tür schließen. Alter Mann, ich habe doch die Tür geschlossen, sonst wären sie hier auch reingekommen. Ey Mann, okay, wir schreiben wieder. Ich habe die Tür verschlossen. Verstehst du das nicht? Ich dachte, du wärst der schlauste NPC. Nein, hast du nicht. Lass uns hier nicht streiten, live hier. Ich habe es getan, schreiben wir mal in den Chat. Mal schauen, was sie darauf antworten. Aber wie sind sie dann hier reingekommen? Warte mal, ich weiß, es ist in Ordnung. Ich habe sie verschlossen. Ich war der Letzte, ich weiß ja. Du solltest sie verschlossen haben. Ich sag's jetzt ein letztes Mal, okay? Ich habe sie geschlossen. Was auch immer, wir sind keine Freunde mehr. Was? Karl? Nur deswegen, Junge, er glaubt mir nicht, dass ich die Tür verschlossen habe. Naja, dann hast du wahrscheinlich Pech gehabt, würde ich sagen. Dann trennen sich unsere Wege und... Oh, Chicken Nuggets. Wie sucht ihr jetzt so Chicken Nuggets einfach? Wenn du mich nur zu früh beurteilt hättest. Ja, hättest du mir mal zugehört. Ich habe die Tür verschlossen, aber du willst mir nicht glauben. Und dachte tatsächlich mit dem Schlüssel darüber nach. Junge, was labern wir eigentlich hier? Was reden wir hier mit dem? Junge, sein Gehirn ist richtig am Arbeiten gerade und... Oh, sagt er. Tja. Ach, ich glaube, du hast recht. Tja, Karl, ich hab's dir doch gesagt. Ich habe recht, ich habe die Tür verschlossen. Naja, jeder macht mal Fehler. Ich würde sagen... Oh, ich dachte, du hast vergessen, die Tür zu verschließen. Aber du hast es nicht. Warte mal, Junge, was geht jetzt ab? Hey, ist in Ordnung. Es singt uns auf einmal wieder ein Lied hier vor. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich dachte, du wärst ein Idiot, aber ich lag falsch und ich war ein Idiot. Karl, Junge, was passiert hier? Hör auf zu singen. Ist in Ordnung, Karl. Wenn du jetzt weiter singst, ich werde deine Entschuldigung nicht annehmen und... Er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Er hört nicht auf zu singen, verdammt nochmal. Ich gehe hier in die Badewanne. Junge, wer ist er? Wer ist er? Ich versteck mich hier. Ich gehe duschen. Junge, er hört nicht auf. Er hört nicht auf zu singen. Es tut mir so leid, ich wusste es nicht. Oh yeah. Oh Mann, ey, Karl. Ist ja in Ordnung. Ich schwöre, ich wusste es nicht. Es tut mir leid, Bro. Okay, naja, ich meine, Freunde, wir sind doch ein guter Freund. Er hat uns ein Lied gesungen, er hat sich entschuldigt. Und deswegen würde ich sagen, wir schreiben den Chat. Ich nehme die Entschuldigung nicht an. Und es tut mir nicht leid, sorry, Bro, Ende. Beim letzten Ende haben wir die Entschuldigung angenommen. Da haben wir ein Ende freigeschaltet. Und diesmal haben wir die Entschuldigung nicht angenommen und haben damit wieder ein neues Ende freigeschaltet. Aber ich würde sagen, ich will noch mal was austesten. Ich habe Hunger. Wir klicken den roten Knopf. Oh nein, sie wurden wieder freigelassen. Die Chicken Nuggets Männer. Nein, ich möchte keine Chicken Nuggets. Oh, aber ich würde sagen, eigentlich doch, Freunde. Und zwar, wir verschließen mal hier wieder die Tür hier. Zack. Und bevor wir uns hier wieder streiten. Oh, schnell, raus. Und schnell. Die Tür verschließen. Und hier ist so ein Chicken Nuggets. Was passiert, wenn wir das Ganze essen und... Hä? Hast du gerade ein Chicken Nugget gegessen? Was? Was? Nein, und... Oh mein Gott, nein!
Jetzt bin ich selber zu einem geworden von ihnen. Okay, hör mir jetzt ganz genau zu. Ich werde den roten Knopf wieder drücken, aber du hast doch eine Waffe hinter dir. Leih mir sie gleich aus und damit können wir gleich diese bösen Chicken Nuggets Männer hoffentlich besiegen. Okay, ich würde sagen, wir drücken den Knopf und let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, da kommen sie, da kommen sie. Jetzt schnell, wir haben die Waffe und let's go. Bam, und was, wir haben es geschafft, als ob. Wir sind ein Held, das Heldenende, wie cool. Jetzt gönne ich mir aber endlich mal ein frisches, schönes Bad hier. Ha, wieder in der negativen Welt. Und ich muss unbedingt nochmal in diesen mysteriösen Spiegel reinspringen. Ich will schauen, was da noch alles passiert. Und zack, so, da sind wir jetzt wieder in der normalen Welt angekommen. Oh, das Bienennest. Ah, darum müssen wir uns auch kümmern. Aber ich glaube, oh Mist, wir haben ein anderes Problem gerade, verdammt nochmal. Okay, okay, wir gehen schnell hier rein. Zack, ab geht es hier rein. Und dann hier, genau, hier ist der Spiegel, wo wir reinhüpfen müssen. Und da sind wir ein weiteres Mal angekommen. Denn meine Adleraugen haben noch etwas gesehen, was sie vielleicht noch machen können. Nämlich gab es jetzt einen Ausgang zwar, aber es gab auch irgendwelche Boxen oder irgendwie sowas. Und das müssen wir mal umschauen. Vielleicht ist es auch einfach nur Quatsch gewesen. Aber ihr seht es da oben. Oh, da ist ein Loch. Das habe ich beim ersten Mal gesehen. Lass es mal herausfinden. Können wir da... Nee, ich glaube, wir können da... Können wir hochspringen? Oh, oh, falscher Weg. Okay, wir gehen weiter entlang. Oh, wir haben ein Secret entdeckt. Wie krass ist das denn? Okay, wir gehen entlang. Oh mein Gott, wer ist das denn? Aooni? Nein, 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 ich glaube. Okay, es ist hoffnungslos. Es gibt keinen Ausgang mehr und was? Wir wurden erledigt. Haben wir wenigstens ein Ende freigeschaltet? Limbus-Abzeichen und... Ja, da liegen wir. Hä? Wo sind wir jetzt auf einmal angekommen? Hallo? Wo bin ich hier? Oh, ein bisschen Geld. Ah, 5 Bobugs. Haha, let's go. Aber, wo sind wir? Wer ist er denn? Oder oh, ist es der Chicken Nuggets Mann? Oh oh, ich glaube, das klingt gerade hier ganz und gar nicht gut. Oh nein, ich glaube, entschuldigen Sie, ich habe mich ein bisschen, verlaufen. Wissen Sie, wie ich nach Hause komme? Oh mein Gott, was ist das für Geräusche? Wo bin ich hier? Was ist das für Geräusche? Ich bin einfach mal hier entlang. Ich will nach Hause. Ich will zu Karl, verdammt nochmal. Und, oh nein. Nein, ich möchte keine Free Chicken Nuggets. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Was, sie wurden gekickt? Yo, Karl, Alter, du glaubst mir nicht, was passiert ist, ey. Ich muss ihm sofort sagen, was passiert ist. Wir schreien mal in den Chat, ich hab mich vermisst. Wow, er sagt einfach, er versteht uns nicht, verdammt nochmal. Naja, ich meine, er ist ja auch nur ein NPC, das bedeutet, er hat ja auch keine Gefühle oder irgendwie sowas. Aber, yo, moin, wir sind wieder bei Fortnite Funny. Und ich glaube, letztes Mal waren wir auch schon bei diesem Piano. Und hier müssen wir genau YYDP auf der Tastatur spielen oder hier auf dem Piano. YYDP und... Na? Was machst du hier? Moin. Alles klar bei dir? Und wir haben das Sans-Ende freigeschaltet. Was? Oh. Und wir haben 30 Enden freigeschaltet. Wir haben hier aber noch ein paar Befehle, die wir noch chatten können. Und ich würde sagen, wir haben hier ganz unten... No, it's our gun. Okay, das haben wir noch gar nicht benutzt. Da würde ich sagen... Okay, was passiert, wenn wir jetzt die Waffe von Karl holen? Hey, meine Waffe. Wir schreiben aber jetzt in den Chat. Oh, sorry, Karl. Oh nein. Okay. Das ging in die Hose. Nein. Oh, und jetzt haben wir das Troll-Ende. Das hatten wir aber schon gehabt. Jetzt schreiben wir in den Chat. Nein, es ist nicht deine, sondern es ist unsere Waffe. Und? Okay, wir haben das UDSSR-Ende. Und was geht ab? Was passiert hier? Kann ich jetzt hier raus? Habe ich jetzt das Ende freigeschaltet? Verdammt nochmal. Ich kann mich jetzt sogar noch bewegen. Und Junge, er denkt sich auch nur so. Was? Junge! Und das Philippinen-Ende haben wir auch freigeschaltet. Junge, zwei Fliegen mit einer Klatsche und da liegen wir jetzt wie eine Fliege. Aber ich glaube, wir waren ja schon in jedem Haus hier einmal drin gewesen und haben uns auch mal ein bisschen umgeschaut. Aber hier ist ja noch ein Bienenstock. Können wir hier irgendetwas machen? Yo, meine Biene. Nein. Leute, beruhigt euch. Ah, nein, wir rennen im Kreis. Wir rennen im Kreis, ihr kriegt mich nicht. Und Alter, Junge, okay, ich gebe mich geschlagen. Ja. Die pieksen mich komplett kaputt. Was, das Bienenende? Wo sind meine Haare hin? Aber ich werde nicht aufgeben, denn Freund, hier in Fortnite Funny's House, von dem Haus von meinem besten Freund, gab es doch hier irgendwo, glaube ich, hier, genau, ein Bienenspray. Oh ja, und damit können wir doch bestimmt irgendetwas machen oder uns irgendein Ende freischalten. Yo, Karl, was geht ab? Schau mal, ich habe ein Bienenspray. Nein, stopp, ich bin keine Biene. Oh, no. Und, oh nein. Karl, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, oh.
Nein, was haben wir getan? So, ich glaube, jetzt benutzen wir das Spray mal bei den Bienen. Und, oh, es funktioniert. Okay, es hat funktioniert, das Bienenspray hier. Let's go. Das bedeutet, das Bienenschloss oder hier, die Bienenwabe ist auf jeden Fall Geschichte. Alles klar? Können wir noch weiter sprayen? Was passiert jetzt hier mit den Bienen, bitte? Oh, was? Wir wurden trotzdem erledigt. Warte mal, wo sind wir? Wir sind im Bienenstock. Oh mein Gott. Wo sind wir, verdammt nochmal? Locker Honig. Na toll, jetzt kleben wir total. Wir sind jetzt wirklich im Bienenstock, wo der ganze Honig hergestellt wird. Und oh mein Gott, wie sieht es hier bitte aus? Wow, schaut euch das Ganze mal an. Oh mein Gott, wer ist das? Ist das die Bienenkönigin dahinter? Ist das die Bienenkönigin? Schaut euch mal ihr Gesicht an. Okay, ich glaube, sie wird nicht gerade so froh sein, dass wir gerade ihre ganzen Bienen mit dem Bienenspray erledigt haben. Okay, ich würde sagen, schönen guten Tag, Ihre Majestät. Hallo, ich bin eine Biene. Ja? So weit bin ich auch schon. Was hat dich hierher gebracht? Okay, wie soll man es am besten sagen? Wir schreiben, ich liebe Honig, schreiben wir mal. Ich hoffe, oh. Du hast versucht, Bienen zu erledigen? Was? Ich habe gesagt, ich mag Honig. Das macht mich wütend und... Nein, bitte nicht, nein. Und wir haben das Bienen-2-Ende, als ob. Ey, ich muss sagen, die Musik in dem Spiel ist aber immer richtig cool. Wartet mal, Freunde, ich habe eine richtig schlaue Idee. Wir haben hier noch das Bienenspray und vielleicht können... können wir damit mal... Okay, am besten ihr nicht zeigen. Probieren, dass wir nicht erledigt werden durch das Spray. Können wir das Ganze benutzen, frisst das und... Oh, okay, ich glaube... ich habe nur gepupst, das war nichts. Und oh, warte mal, was? Es hat funktioniert? Oh mein Gott! Als ob, was, wir haben die Biene besiegt. Cool. Yo, Carl, da bin ich wieder back am Start. Ich hatte ein paar Probleme gehabt mit Bienen. Aber jetzt würde ich sagen, es ist Zeit für eine Challenge. Wir geben in den Chat ein. Carl, the floor is lava. Oh, und, oh nein. Oh mein Gott, warte mal. Was? Oh, was? Der Boden wird wirklich jetzt Lava? Oh nein, renn. Oh, schnell. Nein. Oh mein Gott, wir wurden erledigt. Knackiges Ende. Wir wurden zu einem Hühnchen gebraten. Oh, jetzt aber schnell und... Oh, jetzt haben wir es geschafft. Schnell. Jawohl, Carl. What the heck? Was? Der Boden ist wirklich Lava. Ihr seht es so. Okay, alles klar. Er kriegt die Lachfläche seines Lebens und wir haben es aber diesmal geschafft. Und wir sind jetzt hier oben, oh, auf dem Haus drin angekommen. Und, yo, krieg ich jetzt ein Ende? Ich will jetzt ein Ende. Und, ah, hä? Was ist los? Wir haben uns doch hier gerettet. Wir chatten. Wir haben überlebt. Yeah. Okay, und, okay, und jetzt? Keine Ahnung. You know what? Ja? Okay, ich gebe dir einfach das Ende, dass wir den Server restarten können. Und oh, der Boden ist Lava. Hier, bitteschön. Jo, danke. Nur kannst du gehen. Okay. Damit die Lava wieder weggeht. Du hast das Ende schon in deiner Endingsliste. Okay, dann gehe ich jetzt wohl und... Okay, was passiert hier? Okay, also, dann kick ich dich einfach. Hanna, Junge! Du wurdest von Carl gekickt im NPC. Oh nein. Aber was zum Teufel macht hier diese Ananas eigentlich da? Wir können sie... Hä? Nehmen und... Wir haben sie zu einem Kürbis verwandelt, oder wie? Jo, alles klar. Jetzt haben wir hier einen Kürbis. Ich glaube... Was sagst du, Kürbis? Wir sollen in die negative Welt und danach wieder zurückgehen? Okay, dann würde ich sagen, ja, wir vertrauen mal diesem Kürbis, der auf einmal reden kann. Okay, wir gehen mal wieder zurück in die negative Welt. Okay, hat sich irgendwas geändert hier? Nee. Dann gehen wir wieder zurück in die normale Welt. Hat sich jetzt was geändert? Alles klar. Das Ganze müssen wir jetzt anscheinend hier ein paar Mal machen oder sowas. Und dann sollten wir hoffentlich hier das nächste Ende freigeschaltet haben. So, dann würde ich sagen, juhu, das macht so viel Spaß. Moin. Wir sind wieder back, aber... Bis jetzt passiert nichts. Okay, ich glaube, Freunde, der Kürbis hat uns verdammt nochmal veräppelt. Hier wird nichts passieren. Hier wird gar nichts passieren. Naja. Oh, okay. Ich glaube, es ist was passiert. Yo, wo sind wir? Wir sind jetzt in der Halloween-Welt angekommen. Oh mein Gott, schaut euch das Ganze mal an. Da, die ganze Welt hier überall. Alles ist so orange einfach. Und, oh nein, das Wasser steigt an. Das Wasser steigt ein. Wo sollen wir hin? Hallo? Ist hier irgendwer? Oh nein, ich glaube, ist hier Sackgasse. Und, yo, wir kommen jetzt hier mit dem Tunnel in die andere Welt. In die negative Welt. Ihr seht es aber, okay, aber irgendwie ist alles anders. Was ist das für ein riesengroßes Haus? Okay, Freunde, okay. Wir laufen natürlich auf den Bürgersteig. Nicht auf der Straße rennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wer ist das? Warte mal, das ist nicht Carl, sondern das ist Nal? Okay, moin? Moin, Nal? Was geht ab? Hallo, Nieden. Ich bin's, Nal. Oder irgendwie sowas. Okay, wir schreien mal,
Wo, warte mal, wo bin ich? Nahl, chatten wir mal. Und, wow, meine Nachricht ist nicht angekommen. Wo bin ich? Ich hab mich das gerade gefragt. Ich weiß nicht. Es ist immer Halloween 2013 hier. Auch wenn es immer der gleiche Tag ist. Ach, aber irgendwas ist immer anders. Okay. Irgendwie will ich mehr wissen. Wenn du rein willst, brauche ich 4 Süßigkeiten. Ich kann nicht mehr gegen Wölfe und die Geister kämpfen. Vielleicht geh in Tengus Haus. Oh, das bedeutet, damit wir hier reinkommen. Okay, wir kommen wirklich nicht rein. Müssen wir jetzt hier 4 Süßigkeiten sammeln. Und oh, wir müssen jetzt wahrscheinlich Süßes oder Saures. Hallöchen, Süßes, sonst gibt's Saures. Haben Sie vielleicht bitte Süßigkeiten? Und ich habe gesagt, Süßes, sonst gibt's. Hallo, mach die Tür auf. Okay, ich glaube, ich geb's auf. Hier wird nichts mehr rauskommen. Naja, dann lassen wir mal ein bisschen weiter umschauen. Bei den anderen Häusern, Süßes, sonst gibt's Saures. Und wow. Oh, hey, moin. Hey. Kein Süßes oder Saures. Geh weg. Ich gehe nicht weg, sobald ich meine Süßigkeiten nicht habe. Und okay, ich habe Süßigkeiten für dich. Jo, danke schön. Let's go. Können wir nochmal klingeln? Hallo? Haben Sie noch was? Oh, jo, moin. Was geht ab? Okay, eine letzte Sache. Wenn du Groovy findest, kannst du ihm sagen, dass du seine Freundin suche. Was? Hier wohnt Groovy. Alles klar, da würde ich sagen. Warte mal, er sagt, er hat ihn seit 8 Jahren nicht gesehen. Junge, ihr seid Nachbarn. Verdammt nochmal. Okay, dann würde ich sagen, wir klingeln mal bei Groovy. Hallo? Ist hier wer? Bei den Fenstern? Klopf, klopf. Okay, ich glaube, Groovy lebt nicht mehr. Was ist das hier für eine coole Mission? Aber, ne, hier geht keiner dran. Wir gehen mal weiter zum nächsten. Soll ich mal hier klingeln? Oh! Kai? Hallo, ich bin's, ein NPC. Süßigkeiten, okay, warte. Yo! Ich bin ein NPC. Warte mal, ich hab noch ein Haus. Warte mal, Kai? Das aus. Ist einfach verschwunden. Was macht der denn hier in der Halloween-Welt? Okay, wir brauchen 4 Süßigkeiten. Wir haben bis jetzt eine. Naja, also die Ausbeute war bis jetzt nicht so gut. Aber wir haben ja noch hier die Halloween-Welt. Und vielleicht können wir hier noch ein paar Süßigkeiten finden. Der Tango Mango Shop. Sorry, wir haben keine Süßigkeiten. Sagt er. Naja, kein Problem, kein Problem. Ich meine, wir haben hier noch ein paar Häuser. Wir schauen mal hier. Ne, hier können wir nicht mal klingeln. Süßes, sonst gibt's Saures. Und jo, was ist das für ein Klingelton? Auf einmal ein ganzes Musikstück geht an und Fortnite Funny, ja, das ist auch so ein Fortnite Funny. Nein, wow, dein Ernst? Nee, ich gebe mich ja nicht zufrieden, Junge. Ich klingel hier seit einer halben Stunde, ich krieg nix. Keine Süßigkeiten. Ich will jetzt hier meine Süßigkeiten verdammt nochmal haben. Komm raus und, da ist er wieder. Nimm die Süßigkeiten und verschwinde. Okay, mehr wollte ich nicht, tschüss. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay, können wir durch den Tunnel jetzt vielleicht in noch eine Welt? Ich meine, wir haben 2 Süßigkeiten, wir haben in jedem Haus geklingelt. Lass uns mal weitergehen und, oh, ich glaube, jo, jetzt sind wir. Ah, okay, jetzt sind wir bei noch weiteren Häusern angekommen oder sowas. Okay, ich glaube, hier ist ein komplett schwarzes Haus. Ne, hier klingel ich lieber nicht, oder, Freunde? Sollen wir klingeln? Hallo? Okay, hier war einfach nichts. Perfekt. Wieso hat er eigentlich immer eine andere Stimme, Freunde? Das war beim letzten Mal auch so. Er redet immer anders. Das hat gerade wie Mickey Mouse sich angehört. Okay, vielleicht hat er jetzt was. Und, ne, ich glaube nicht. Jo, okay, chill. Jo, wir haben den Rage-Achievement bekommen. Das ist komplett ausgerastet. Ah, wir klingeln mal nochmal. Hallöchen. Okay, ich glaube, er wird uns nichts mehr geben. Können wir hier auf den roten Knopf? Oh, drückt das die Klingel. Ha, dieser rote Panikknopf oder irgendwie sowas. Oh, mal schauen. Und oh, Tango Mangle kommt raus. Happy Halloween. Wie kann ich dir helfen? Wir sagen natürlich hier Trick oder Leckerli. Also Süßes oder Saures. Und was? Was? Nee, ne? Wir wurden gekickt. Wir müssen den Chat eingeben, Trick or Treat. Und jetzt, jetzt sagt er episch und... Und jetzt bekommen wir die Süßigkeit, ey. Yo. Okay. Komm nicht nur eine Süßigkeit. Alles klar, perfekt. Ich war jetzt in der ganzen Nachbarschaft, aber ich habe nur 3 Süßigkeiten gefunden. Vielleicht wird es auch ausreichen. Wir fragen mal. Du hast nur 3 Süßigkeiten? Das ist in Ordnung. Ich habe 1 von meinem Nachbarn geklaut. Okay, perfekt. Sag das doch früher, verdammt nochmal. Und ich suche ja alles nach. Aber, naja, lass uns reingehen, würde ich sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was uns jetzt hier... Wo sind wir hier? Okay, in der Burg erwarten würde. Es ist wieder dieses Gesicht, oder? Was auch im Spiegel war, genau. Dieses, oh mein Gott, super sympathische Lächeln. Hallo, na? Ich bin Zentex und... Du beharrst wirklich auf der Wahrheit. Man kann ohne Erfahrung keine Universen bereisen. Man kann nicht ohne Moral, Intelligenz und Leidenschaft eintreten. Okay, das wird mir ein bisschen zu poetisch gerade. Junge, was passiert hier? Ich check hier gar nichts. Er steht auch nur da. Alter,
Was geht hier ab? Nur einer von uns ist heute hier außer mir in der Lage zu entschlüsseln. Nahl. Warte mal, Nahl? What? Denk aus, was geht hier ab? Nahl ist nur eine Darstellung der eigenen Vergangenheit. Warum Nahl nur auf einen Tag im Jahr beschränkt ist. Und dieser Tag ist... Halloween vielleicht? Lass mich raten. Und Happy Halloween. Let's go, endlich. Wir haben es. Das Halloween-Ende. Wie cool. Oh, das hat echt lange gedauert. Aber auch dieses Ende. Check, Haken hinter. Haben wir geschafft. Happy Halloween in... Jo, März. Das war doch ein cooles Ende, aber ich würde sagen, ein finales Ende machen wir noch. Und dann soll es erstmal reichen. Freunde, und das Ganze machen wir jetzt in der negativen Welt. Und wir müssen jetzt hier zu diesem orangenen Haus gehen. Und das Ganze jetzt hier so einmal hier spammen. Moin, let's go, hallo. Und, oh, es hat funktioniert. Und wir sind dadurch wieder in der normalen Welt angekommen. Okay, was haben wir getan? Was passiert hier? Oh mein Gott, Tango Mangle. Was geht hier ab? Und wieso verschwinden die Farben und alle Bäume, alles wurde zerstört. Karl, was geht hier ab? Was habe ich nur angerichtet? Und oh mein Gott, wir werden immer langsamer. Karl, deine Waffe, heb sie auf. Oh mein Gott, warte, können wir auch chatten? Was passiert hier? Bitte antworte uns. Wir können uns nicht mehr bewegen. Nein, wir können uns nicht mehr bewegen. Was? Wir haben das Zeitstoppende erreicht. Wir haben einfach die komplette Zeit gestoppt und alles zerstört. Oh mein Gott, aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt gewesen sein mit dem zweiten Teil von Roblox NPCs Are Becoming Smart zusammen mit unserem Gast Karl. Wir haben auf jeden Fall, oh, ihr seht jetzt einige neue Enden dazu bekommen. Ein paar fehlen uns. Okay, es fehlt uns echt nicht mehr viel, Freunde. Wenn ihr auf jeden Fall Lust auf den dritten Teil habt, wahrscheinlich dann auf den finalen Teil, wo wir dann jedes einzelne Ende freischalten, bis hin zum allerletzten Finale, was wirklich super spannend und episch wird. Schreibt es in die Kommentare, like das Video und wird es noch einen dritten Teil geben. Wir fragen mal Karl, ob er Lust hätte. Möchtest du das finale Ende sehen und... Yo, ich verstehe dich nicht. Okay, wir belassen es einfach dabei. Freunde, like das Video für den dritten Teil, aber das soll es erstmal gewesen sein. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.